Und ich drücke jetzt ab. Genau, das mache ich. Ich mache jetzt die Mitte. Ganz, ganz fein drücken und dann ab. Wow. Oh, cool. Das wird schön. Abziehen. Ja, sehr gut. Okay, das reicht hier noch. Ein paar Stellen. So, das drücken wir jetzt einfach gut. Ja, sehr gut. Du kannst auch hier bei mir reinkommen. Ja. Ich komme auch bei dir. Genau. Oder soll ich dich abdrücken? Dein Rücken? Ein bisschen Geld. Ja. Und wo es zu viel ist, zum Beispiel hier ist zu viel, ja. Da läuft man, das kann man ja so abnehmen und dann weiter transportieren. Das ist wunderbar. Kannst du ja noch mal nachlegen? Danke. Ja, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Kannst du dir vorstellen, sowas mit Kindern zu machen? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das Kinder gerne mögen würden. Also abdrücken, nicht nur Stoffe, zum Beispiel auch irgendwelche Holzstücke oder andere Materialien, die so finden, vielleicht auch Naturmaterialien, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja. Ja, kann man ja auch, du kannst ja auch. So auf Geld auch noch, ne? Ja, wo schon mal was ist, draufdrücken, genau. Wenn das hier vermischt ist, auch sehen. Ja, das finde ich auch mal schön. Ja, Gegenstände abdrücken, drucken, das finden Kinder richtig das spannend. Das finden sie bestimmt sehr, sehr, sehr spannend. Die Erwachsene auch. Erwachsene auch. Wir finden das auch spannend. Ja, jeder hat ja noch so ein kleines Kind in sich, ne? Ja. Wir können jetzt Farbe wechseln. Mhm. Also das wird jetzt buntes Bild. Ne? Ja. Das ist kein monochrome Workshop oder kein monochromes Malen. Ich würde jetzt Pink nehmen. Okay. Oder willst du Pink? Nö, ich würde jetzt Blau. Du kannst auch was mischen, wenn du möchtest. Oder mischen. Ja, wir können auch direkt drauf mischen. Ich habe das Stofftechnik genannt, aber man könnte diese Technik auch Abdrucktechnik nennen, weil es um Abdruck geht. Also man kann es auch mit Holz machen, mit Holz abdrücken oder was weiß ich nicht. Also mit Papier kann man das abdrucken. Also Stoff ist jetzt nur eine Möglichkeit. Man kann ja jegliche Gegenstände nehmen, um Sachen abzudrucken. Genau. Und alles, was einem so einfällt. Genau. Oh, jetzt habe ich ein schönes Rosa. Oh ja. So, jetzt kann ich mal also so ein dunkler Untergrund ist perfekt für diese Technik. Wirklich perfekt. Dann leuchten die Farben richtig schön. Ja. Hier noch mal ein bisschen ab. Es ist wichtig, dass man nicht zu sehr drückt. Ja, ne? Ganz fein. Und sonst wird die Fläche so voll. Ja. Und das ist nicht nur sonst. Nicht zu sehr drücken. Druck sehr stark. Wir machen so ganz fein und dann abziehen. So, jetzt
können wir ein bisschen aufhellen. Also es ist erlaubt, was man will. Ich werde jetzt auch ein bisschen weiß dazu nehmen. Okay. So, ich verwechsle jetzt. Ja. Das Schöne ist, man kann ja, wo es zu viel wurde, ne, wo es zu viel Farbe kommt, dann kann man das abnehmen und drüber transportieren. Ne? Genau, noch verteilen. Genau, verteilen. Sehr, sehr, sehr gut. Manchmal reicht es, wenn man ganz fein berührt und dann so abzieht. Und dann hat man ja sowas. Das ist auch sehr interessant. So? Ja.